hier. Kannst du vergessen. Kannst du volles Brett vergessen. Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen in der neuen Folge, ihr Hübschen. Na, wie war euer Wochenende? Seid ihr gut in die neue Woche gekommen, ihr Lieben? So, ich habe mir gedacht, ich filme euch heute mal wieder aus der Perspektive. Ich hoffe, man erkennt das auch alles. Hab ich schon lange nicht mehr so gefilmt. So, die Überlänge sind wir los. Wunderbar. Wir waren um 9.30 Uhr ungefähr waren wir hier. Hat jetzt summa summarum Stunde 15 Minuten gedauert. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Irchenried. Ihr Lieben, nach Irchenried machen wir uns jetzt auf den Weg. Dort haben wir... Ich glaube, der kriegt gar nicht viel. Ich versuche. Den werden wir auf jeden Fall noch los heute. Und den in Rot werden wir heute nicht mehr schaffen, weil die machen ja 14, 15 Uhr, da ist ja Feierabend da bei denen. Ihr Hübschen. So, wie geil hat euch? Geil hat euch Goat oder was? Quatsch schon jemand dazwischen, blöde Kuh. So, viel erzählt hat der Kunde hier nicht. Aber das Abladen ging ja sehr schnell. Das Blöde ist halt, wie ich halt sonst auch immer sage, dass das, was hier am längsten dauert bei dem Holzgefahren, ist dieses ständige Neugurten. Trailer aufräumen, Holz wegräumen. Das dauert tatsächlich am längsten, ihr Lieben. Sonst wäre das, müsste ich das nicht jedes Mal neu gurten, wäre ich nach einer halben Stunde schon wieder weg gewesen. So, gestern den kleinen Palettenkasten voll mit Holz verschenkt und ich habe jetzt schon wieder 12 Bretter drin liegen. Sehr gut, oder? Ich sage euch das, ich bringe jede Woche so viel Holz mit. Jede Woche.
Also von daher kann man auch meinem Kunden in der letzten Folge glücklich machen. Und dann lädt er mich das nächste Mal auch ab, wenn ich 17 Uhr erst komme. So ist das schön, ihr Lieben. So, wir haben jetzt 2 Stunden 50 bis zum nächsten nach Irchenried. Und dann schauen wir mal, wie weit das heute geht. Ich bin ganz erstaunt, dass meine Disponentin mich heute noch nicht angerufen hat. Ist sonst aber gleich die erste. Wenn du beim Kunden losfährst, klingelt normalerweise immer gleich das Telefon. So, ich würde sagen, wir schauen mal, was der Tag heute noch so bringt. Und dann... Och, halt's Maul, ey. Und dann, ja, gucken wir mal, wann, wie und wo wir Feierabend haben, machen, können, tun. Und dann kriegen wir den Tag heute schon versaut, ihr Lieben. So, den haben wir auch unter in Irchenried. Hier war ich auch noch nicht, war auch das erste Mal heute, aber sehr nett. Er hat nicht viel erzählt, aber er war so sehr nett. Ein Packstück hat gefehlt. Da hat er mich gefragt, was er jetzt machen soll. Da habe ich gesagt, nur aufschreiben, dass es fehlt. Muss ja irgendwie dann nachgeliefert werden. Ne? Hat er dann aufgeschrieben. Und ja, genau. Mir noch eine gute Fahrt und ein schönes Wochenende gewünscht und ich ihm auch und das war's. War ein bisschen sehr eng, aber vorwärts wäre ich nicht raufgekommen und ich wäre auch vorwärts um die Ecke nicht wieder runtergekommen, aber rückwärts rauf auf den Hof, das ging wunderbar. Und dann vom Hof vorwärts runter und dann kam dann eine kleine Kreuzung, da konntest du wunderbar umdrehen. Komplett stressfrei. Easy peasy, wie sich das gehört, ihr Lieben. Wunderbar. So, jetzt haben wir nur noch einen Kunden und das ist der in Rot, da waren wir letzte Woche auch schon. Den schaffen wir heute aber nicht mehr, wir kommen jetzt 16:50 an, da wird er nicht mehr da sein. Also müssen wir den morgen früh gleich als erstes abladen. Ja, genau, so werden wir das machen. Gucken, ob ich auf der B2 vielleicht Glück habe, da noch einen Parkplatz zu kriegen, ich weiß es nicht, wir schauen mal, wo ich mich hinstelle. Ich will aber so dicht wie möglich an Rot ran, damit ich so viel Fahrzeit wie möglich morgen habe, wenn ich nach dem Laden starte dann quasi. Genau, weil meine Disponentin sagt, wir fahren morgen wieder Bier nach Rostock, aber das Abladen kann sie morgen sowas von vergessen. Selbst wenn ich 10 Stunden fahre morgen, vom Nürnberger Raum bis Rostock brauchst du locker 8 Stunden. Wenn du gut durchkommst, dann eine Stunde morgen noch zur Ladestelle fahren, habe ich schon 9 Stunden und dann brauche ich ja von Rostock aus nach Sternberg auch locker nochmal eine gute Stunde. Wenn überhaupt, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber das wird nichts mit dem Abladen morgen, das kannst du schon voll vergessen. So, aber wie gesagt, hier cool drauf, eine Zimmerei. So sieht ein Familienunternehmen für mich aus. Vaters, Mutters,
das große Kind und der Bruder oder was das da war in der Schreinerei oder Zimmerei oder Zimmermannswerkstatt oder wie auch immer. Und die kleinen Kinder, die spielen auch schon mit Holz und Nagel und Hammer. Also die waren so in dem Alter, ich denke jetzt mal so 9, 10 Jahre alt, so irgendwie so in dem Dreh. Wunderbar, wunderbar, sowas gefällt mir. Wenn ich mal ein Unternehmen habe, dann mache ich das genauso. Ihr Lieben. So, in diesem Sinne würde ich sagen, wir fahren jetzt noch so weit wie wir kommen. Ich versuche auf der B2 nachher einen Parkplatz zu kriegen. Das wäre natürlich oberaffengeil, weil von da aus habe ich nämlich nicht mehr weit. Aber wir kommen an dem Parkplatz an, so gegen 16 Uhr, 16.20 vielleicht. 16.20, 16.30 vielleicht. Ja, mal schauen, ob da noch Platz ist. Weil das ist der letzte Parkplatz vom Kunden. Wenn ich da keinen Parkplatz kriege, bin ich am Arsch. Dann geht die Sucherei los. So, ihr Lieben, die waren ganz schön auf Zack heute Morgen. Was heißt heute Morgen? Wir haben noch heute Morgen. Wir waren kurz nach 6 waren wir da. Ich weiß gar nicht, war das kurz nach 6, 10 nach 6, irgendwie so in dem Dreh waren wir da gewesen. Ich musste gestern eine halbe Stunde länger wach bleiben, weil ich ein Problem mit meinem Programm hatte gestern, um das Video zu rendern für euch für Sonntag. Wir haben heute Freitag, weißt du. Das Video ist wieder sehr lang geworden, das tut mir leid. Also ihr habt es ja schon gesehen, aber es ist wieder sehr lang geworden, das tut mir echt sorry. Und da habe ich dann eben halt das nochmal abbrechen müssen und nochmal neu machen müssen. Da musste ich halt warten, bis das fertig ist, sonst hätte ich keinen Film gucken können. Und das geht gar nicht. So. Naja, dann sind wir heute Morgen um 6.10 Uhr, 6.12 Uhr, wie wir warten, in dem Dreh sind wir da angekommen. Da haben sie auch gesagt gehabt, ja, wir warten schon seit 6 Uhr auf dich. Ich sage, das ist schön. Ich sage, ich warte seit 2 Wochen schon auf mein Wochenende. Haben sie aber alles mit Humor genommen. Der hat auch gelacht dabei. Ne? Ich habe auch gelacht. Alles gut. Und ich finde das ja cool, wenn die Leute wirklich, wenn die helfen. Ne? Planen auf, abgurten und so weiter. Finde ich echt klasse, dass sie da helfen. Und sich die Mühe machen, sage ich jetzt mal, mir zu helfen. Das ist ja nicht, A, nicht selbstverständlich und B, ist das ja, eigentlich eine gute Geste von denen, sage ich jetzt mal. Ne? Finde ich auch echt klasse, ohne Scheiß. Finde ich wirklich klasse. Aber ich kann es zum Tod nicht ab, wenn man mir in meine Physik reingrätscht oder in meine wie auch immer man das nennt, keine Ahnung. Das ist so in meine Struktur, in meinen Arbeitsrhythmus, in meinen Arbeitsablauf reinfuscht. Wenn ich die Ratschen abmache und die Gurte rausgezogen habe, dann lasse ich die aufgeklappt und lege das Band, beziehungsweise den, wo du einhakst unten, das Band, lege ich so auf die Ratsche drauf, dass sie auf der Innenseite der Ratsche liegt. Und die haben die Ratschen zusammengeklappt und einfach auf den Trailer gelegt. Und da kriege ich ja einen Föhn, Alter. Da kriege ich echt einen Föhn bei, ne? Dann ist er hinten nach hinten gegangen und sagt, er macht mal hinten die Rollplane auf, ne? Und er zieht da an dem Gummi da. Ich sag, Meister, da ist Spannung drauf, Alter. Wenn dir das Ding aus der Hand rutscht, das fliegt dir durch das Gesicht. Ja, dann habe ich die Gummibänder aufgemacht und dann hat er versucht, die Plane unten aus dem Haken rauszuziehen. Und da hängen sie zu zweit drin, haben das nicht hingekriegt. Und ich kam dann von rechts, da klack, 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 klack. Oh, da ist so Spannung drauf, sagt er. Und sagt der andere, der den LKW dort bei denen gefahren hat. Ja, die sind schon so alt, deswegen ist das so. Ich sage, nee, da muss Spannung drauf sein, weil sonst plane ich nicht ganz hoch. Das ist ja dann, da hängt sie auch im Weg rum. Das ist auch nichts, ne? Naja, hat aber gefetzt. Die sind immer cool drauf hier, die beiden.
Waren aber heute andere, aber die sind auch cool drauf. Also hier ist immer freundlich und alles kein Problem, alles easy peasy. Wieder Holz gekriegt, ich habe schon wieder einen halben Palettenkasten voll, ey. Und ich habe vorgestern erst einen ganzen verschenkt. Hammerhart. So, nun haben wir den Auftrag nach Sonneberg zu fahren. Und sollen dort laden, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, für Cola, Limo ist das auch, nennt man das auch Brauerei, ja, ne? Ich glaube schon. In der Brauerei sollen wir da laden, schon wieder Getränke fahren. Warum ich? Ich hasse Getränke fahren. Aber das wisst ihr ja, ihr Lieben. So, dann noch einmal, ihr Lieben, bevor ich jetzt hier das Labern beende. Schöne, 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 schöne liebe Grüße an Ronny. Ja, wir hatten uns tatsächlich schon mal, da hat er gestern, irgendwas hat er gesagt, ich schon wieder vergessen. Er hat mich mal überholt auf der A7 Richtung Hamburg. Und da hat er mich kurz durchs Funkgerät und da hatten wir noch zusammen im Stau gestanden. Da hatten wir einen kleinen Plausch über das Funkgerät gehalten. Und als er das gesagt hatte, da habe ich dann sein Auto mir angeguckt und habe das Kennzeichen gesehen und da fiel mir das auch wieder ein. Das, ja, ja, auf dem Weg nach Hamburg hatten wir uns. Und gestern kam er mich besuchen in Rot im Gewerbegebiet. Wunderbar, hat mich mega gefreut, war ein mega geiles Gespräch. Haben auch schön gelacht, also war super geil. Foto haben wir gemacht von den Autos. Für die, die mir auf Instagram folgen, die haben es gesehen. Für die, die in der Gruppe sind, die haben es auch gesehen. Hat mich mega gefreut, Ronny. Vielen lieben Dank. Auch für den Tipp des Parkplatzes. Und einmal noch vielen Dank für die beiden Flaschen Bier. Auch das hat mich sehr gefreut. Mega klasse. Ich freue mich immer wieder, wenn man sich treffen kann oder miteinander plauschen kann oder man mal vorbeikommt, über Funk Schnack hält. Mega geil, hat mich echt super gefreut. So, ihr Lieben, jetzt regnet es. Warum? Es ist Freitag, Alter. Ich will jetzt Wochenende und meine Disponentin sagt, ich soll heute noch ausladen hier. Wir haben es jetzt 7.19 Uhr. Ich bin um 9.30 Uhr bin ich in Sonneberg. Laden und von Sonneberg aus bis nach Rostock sind auch nochmal 8 Stunden. Hier. Kannst du vergessen. Kannst du volles Brett vergessen. Ich fahr laden, dann fahre ich nach Sternberg und rufe das Wochenende. So, ihr Hübschchen. Jetzt haben wir einen ganzen LKW voller Gessnerbier. Links abbiegen in die Weidhäuser Straße, dann in die nächste Straße links abbiegen. Ich hasse Getränke fahren. Zumal die Ladungssicherung jetzt dieselbe ist, wie als wir Krombacher gefahren sind. Nur, dass ich jetzt keinen Kopflashing gemacht habe. Hinten. Sondern ein Spannbrett nur hinten dran habe, weil ich habe auch nur ein Spannbrett dabei. An der Ampel links abbiegen. Und das ist so, naja, man kann das so machen, muss man aber nicht. Ich habe auf jeden Fall zwischen die Klemmbretter, linke Seite, rechte Seite, an den Latten vorbei, habe ich noch an die Rutschmatten reingeklemmt, also reingequetscht damit beim Zumachen. Bringt vielleicht nicht viel, aber ist für mich so eine kleine, ich fühle mich dann wohler einfach, wenn ich schon keine Gurte da hinten habe.
fühle ich mich einfach wohler. Definitiv. So, jetzt fahren wir nach Sternberg, ist Wochenende. Es ist jetzt Freitag, 10.52 Uhr. Und mehr liegt heute auch nicht an, außer fahren, ihr Lieben. Mehr liegt heute einfach nicht an. Ja, ihr Hübschen, ich habe noch 2 Flaschen Gessner Pilz gekriegt. Die lasse ich mir mal schmecken heute Abend. Habe ich noch nie getrunken, keine Ahnung. Wie gesagt, meine Frauen, meine Schwiegereltern, die trinken immer nur Gessner Cola. Und diese Fanta, die sie da haben. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Aber mehr auch nicht. Also zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ihr Hübschen. Genau, also hier angekommen, angemeldet. Ganz freundlich. Habe ich dann in der Wendeschleife, da stand ich richtig, hat er auch gesagt, da soll ich dann warten, bis der Fahrer von denen fertig ist da. Der wurde abgeladen, neu geladen. Und summa summarum habe ich vielleicht 20 Minuten gewartet. Das ist okay. War dann aber sehr freundlich. Auch der Staplerfahrer. Der war sehr schnell. Dafür, dass er nur 3 Paletten genommen hat, war der sehr schnell. Und dann noch ein schönes Wochenende gewünscht und den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und auf die B89 fahren. Voraussichtliche Ankunftszeit in Sternberg 19.20 Uhr. Meine Disponentin hat gesagt, erst hat sie gesagt, sie weiß, dass wir das heute nicht mehr schaffen. Von der Fahrzeit her. Der zweiten Ausfahrt verlassen und auf und als ich eben gerade mit ihr telefoniert habe, hat sie gesagt, ja, schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Das schaffen wir definitiv nicht mehr. Ich fahre nämlich direkt auf den Hof jetzt. Und dann ist Wochenende. Wochenende, ihr Lieben. Ja, in diesem Sinne, mehr gibt es heute nicht zu filmen. Ich fahre jetzt ins Wochenende. Falls noch was Spannendes passiert, werde ich die Kamera noch mal raushalten. Ansonsten sehen wir uns frühestens auf den Sonntag wieder. Da wird erstmal große LKW-Wäsche gemacht, weil mein Auto sieht aus wie eine Drecksau, Alter, aber richtig. Und ich habe jetzt nur ein bisschen mehr zu putzen. Ich habe meinen eigenen Auflieger jetzt. Der muss natürlich auch geputzt werden, weil sonst sieht es auch blöd aus. Also frühestens Sonntag, spätestens Montag beim Abladen sehen wir uns wieder.
So, ihr Lieben. Oh, wir haben Sonntag. Meine Friese ist wieder gemacht. Boah, ist das kalt draußen, ey. Oh, Papiere muss ich auch noch abgeben. Für mich und für Ronny. Dann ist jetzt 18 Uhr. Oh, eigentlich brauche ich die Jacke gar nicht ausziehen, weil ich muss eh nochmal zum Container laufen. Ja, ich würde jetzt erstmal eine rauchen. Ich war um 15:30 Uhr. Glaube ich, 15:30, 15:40 war ich in der Firma. Ich habe mein Baby gewaschen. Habt ihr ja gesehen. Und so können wir morgen den Tag starten. Und ja, morgen ist ja nicht viel. Wir fahren morgen ausladen. Tanken tun wir morgen früh. Hatte ich jetzt keinen Bock mehr zu. Es ist mir zu kalt draußen. Wir fahren morgen ausladen in Rostock. Dann fahren wir nach Wismar, satteln ab und haben Feierabend. Und dann, ja, schauen wir mal, ne? Dann haben wir 4 Stellen in Deutschland, so wie ich das verstanden habe. Und 4 in Holland und dann werden wir wohl Freitag Düsseldorf laden und unser Wochenende in Sülzetal verbringen. Also an die Sülzetaler bei euch da draußen, ne? Also hier Kübelknecht und Erik. Ich bin nächstes Wochenende bin ich bei euch auf der Ecke. Also das Wochenende, was jetzt kommt, wenn ihr das Video seht. Stehe ich in Sülzetal, hoffentlich bei Heuer, falls da noch ein Platz ist, wo ich letztes Mal auch gestanden habe. Wisst ihr Bescheid, gell? So. Melde ich heute nicht an. Papiere abgeben und dann werde ich Video schneiden. Und dann gucken wir mal, was der Tag morgen so bringt, ihr Lieben. Ja, würde ich auch sagen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, Montag, 13.46 Uhr. Ich konnte nichts filmen, Alter. Die sind wieder so schnell gewesen heute. Ich konnte einfach nichts filmen. Ich habe die zweite Hälfte vom Trailer aufgemacht. Aua. Die zweite Hälfte vom Trailer aufgemacht, Latten raus, Plane vorgezogen. Da war die erste Hälfte vom Trailer schon leer. Keine Chance, Alter. Keine Chance. Die sind so schnell hier. Ich weiß echt nicht, warum meine Kollegen hier sagen, oder meine Disponentin sagt, wir stehen hier sonst immer stundenlang rum. Noch nie gehabt hier. Wahnsinn. Mega schnell. So, ihr Lieben, wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Wir fahren jetzt nämlich nach Wismar. Satteln ab. Ja, ja, heute Nacht sollen wir beladen werden. Ja, ja. Und dann haben wir 2 Kunden in Deutschland und 6 in Holland, ihr Lieben. Wir sind wieder 2 Wochen unterwegs, aber das seht ihr alles in der nächsten Folge. Ich will nicht zu viel spoilern, versteht ihr? Ihr Lieben, aber freundlich hier wie immer, ihr Lieben. Und diesmal ratzefatze, das ging so schnell. Wahnsinn, Alter, das ging so richtig schnell, ging das hier. Ach, wenn ihr hier keinen Platz macht, dann fahre ich eben halt oben lang. Ganz einfach. Aber so wie diese Getränkekutscher hier, ne? Will ich auch nicht, Alter. Da Leergut in Säcken von der Ladefläche schmeißen, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ernsthaft. So. Ja, wie gesagt, das ging so schnell heute. Ich habe keine Chance gehabt, die Kamera aufzubauen.
Hammerhart, Leute. Hammerhart, ey. Ernsthaft. So, wie gesagt, wir fahren jetzt nach Wismar und dann nähern wir uns auch schon dem Ende dieser Folge, ihr Lieben. Wir fahren jetzt nach Wismar und dann nähern wir uns auch schon dem Ende der Folge, ihr Hübschen, wie schon gesagt. Ihr Lieben, Feierabend! Stößchen! Oh yeah! Einfach geil! So, wir haben uns abgesattelt. Mein Trailer steht genau vor mir. Und ich kann genau in die Verladehalle reingucken. Das ist wunderprima. Dann kann ich also auch sehen, wie weit die Jungs da heute Nacht oder wann auch immer sind oder auch nicht. Oder naja, wir lassen uns mal überraschen. So, ich habe mein Ding wieder hier, Dingsens hier. Wieso, wollte ich euch mal zeigen. Voll geil. Da. Ich weiß nur noch nicht so genau, wo ich den hinstellen soll. Weil... tatsächlich ist mir das, liegt mir dann das Kabel im Weg, dann das nervt mich. Guck mal, sieht man das? Boah, ist das geil, Alter. Ich schwör's euch. Ich muss nur mal gucken, wo ich das hinstelle, weil ich hab keinen Bock auf die scheiß Kabellage hier im Auto. Ich sag euch das, ich krieg doch jedes scheiß Gerät, wenn ich, sobald ich meinen Tisch habe, krieg ich eine feste Ladestation eingebaut. Da geht mir richtig auf den Sender, ne? Ich sag euch das. So, ich habe jetzt gerade mal versucht, motiviert die Folie von meinem Scheinwerfer zu polen. Aber die Motivation, die hielt genau 2 Minuten. Die hielt genau 2 Minuten, dann bricht ein Futzel ab, da ein Futzel ab, da ein Futzel ab. Nee, bevor ich ganz neue Scheinwerfer brauche, lassen wir es lieber sein. Dann werde ich mir nächste Woche werde ich mir einen Heißluftfilm besorgen mit Akku. Und dann mache ich das damit und dann geht das auch besser. Ihr Hübschen. So, wir haben jetzt abgesattelt, zur Verladung vorbereitet. Ja, ich bin gerade wunschlos glücklich hier, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Heute in der Firma gefahren, denke ich mir so, die Lenkachse an meinem Trailer, das Profil ist gerade so noch Minimum, ne, gerade so. Und da bin ich dann heute Morgen in die Firma reingegangen und gesagt, du, wie sieht das aus, können wir hier die Lenkachse mit der Liftachse einmal umstecken? Weil auf der Liftachse, wir fahren so selten voll ausgeladen, da kann er noch ein paar tausend Kilometer mitlaufen. Haben wir gemacht, umgesteckt. Da können die jetzt noch ein bisschen mitlaufen. Ich kriege da jetzt wohl irgendwie noch eine andere Felge, hat er gesagt. Weil die war mal eine Notfallfelge vorne links jetzt. Und die ist so stark verrostet, das passt zu den anderen halt nicht. Die anderen sind halt noch schön silber. So habe ich das verstanden jedenfalls. Dann habe ich eine neue Schaufel mir geholt. Weil mein Auflieger hat ja letzte Woche meine kaputt gemacht, Alter. Da ist sie während der Fahrt. Ist das Schaufelstück, nicht der Stiel, sondern nur das Schaufelstück. Zwischen Kabine und Auflieger raus auf die Autobahn geklatscht bei voller Fahrt und über so einen weißen SUV drüber geflogen. Ich habe schon gedacht, oh mein Gott. Aber nichts passiert. So, dann habe ich noch eine neue Etcher-Stange gekriegt, eine wunderschöne sogar. Und 2 Gummipuffer, 2 Anschlagpuffer für die Rampe habe ich gekriegt.
Und ein neues Band für die Plane habe ich auch gekriegt. Mensch, das mit, seitdem ich ihn aufliege, läuft das wie am Schnürchen. Ich sage euch das, Leute, bin ich rundum zufrieden. Rundum zufrieden bin ich. Versteht ihr das? So, aber das war's schon, ihr Lieben, von dieser Folge. Denn morgen geht die nächste Folge weiter, ihr Lieben. Also ab morgen nehme ich die nächste Folge jetzt auf. So, genau so machen wir das. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gekommen. Und ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Und wenn es euch gefallen hat, like, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, macht wie ihr denkt, wie immer, ihr Lieben. Oh, Zug verpasst, muss mit dem nächsten fahren. Lasst euch nicht verarschen da draußen, ihr Lieben. Bleibt gesund und munter. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Bis dahin, macht's hübsch. Reingehauen!